Ihr bekommt jetzt alle schon mal ein Gerät von mir. Normalerweise hat auch jemand Geburtstag, aber heute mal nicht. Oder möchte jemand Geburtstag haben? Ja, ich will Geburtstag. Gut, dann hast du Geburtstag. Alles Gute. Wie alt wirst du? 11. 11, okay. Kurzfassung ist, dass ihr als Detektive ein paar kleine und einen großen Schatz suchen müsst. Und dann kannst du einmal umblättern. Einmal ganz links, da steht sowas wie AB11, AB12 und so weiter. AB10. Genau, sowas. Das sind die Codes. Diese Codes könnt ihr in euer Gerät eingeben. Wie das geht, erkläre ich aber gleich. Und wenn ihr zu diesem Code hingelaufen seid, also wenn ihr angekommen seid, woran ihr das erkennt, erkläre ich gleich, dann piepst das Gerät, beziehungsweise ihr seid da. Und dann lest ihr, was daneben steht, weil daneben, neben dem Punkt, steht durch den Code, steht immer etwas, was ihr machen müsst. Ja. Der Gast erklärt dem Wirt, der dreibeinige Tisch, an dem er saß, habe gewackelt und dadurch sei das Glas heruntergefallen. Wieso weiß der Wirt sofort, dass diese Geschichte nicht stimmen kann? Wir sind aber noch nicht da. Also, wir können viele Geschichten machen. Ich glaube, das ist nicht so entspannt, weil dann bist du erstens entweder im Wasser oder im Gebüsch. Im Baum. Oder im Baum, ja, das geht auch. Aber das Wasserrauschen ist entspannt. Ja, ja, finde ich auch. Ja, nee? Das Wasserrauschen. Das nervt einen voll. Das findest du? Ja. Ja. Das was? Hat man nur noch nicht geredet. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Das habe ich auch schon. Also, was sagt die Mehrheit? Der Bauch. Ja. Der Bauch. Sehr gut. Zehn Stück.